Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Callisto Protokoll. Beim DLC, wir wollen mal die letzte Übertragung in Angriff nehmen. Eventuell. Wir drücken mal auf Weiter, eigentlich, weil alles andere funktioniert nicht. Manuell speichern. Ich bin ja mal gespannt, weil... dieses manuelle Speichern bei diesem Spiel ist irgendwie seltsam. Wir nehmen das hier. Ja, süß, wie es dann immer noch fragt. Jetzt sind wir schon. Geschlossen. Jetzt bin ich auf. Wo sind wir? Ach ja, hier sind ja ganz viele Biobotze. Wir brauchen eine neue Waffe. Ich finde das überhaupt sehr ungeil, dass wir... unsere Waffe nicht mehr haben. Ich liebte diese Waffe sehr stark. Gut, wir haben... eins fehlt uns leider, zwei haben wir noch vor uns. Der Jacob ist sehr am Schwitzen. Ich meine, wenn ich hier rumlatschen würde, würde ich wahrscheinlich auch übelst schwitzen. Da komme ich rein, okay. Da kommt man nicht raus. Gerüstebene. Alles klar. Schleich dich an den Biobus vorbei. Gameplay-Tutorial-Tipp? Hä? Wo kommt das denn her? Habe ich ein Tutorial an? Versuchen Sie nicht, sie zu bekämpfen, Jacob. Ohne Schlagstock sind sie verwundbar. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh oh. Wo muss ich denn eigentlich hin? Suchen Sie nach einem Schacht. Da ist einer in der Nähe. Such nach einem Entlüftungsausgang. Oh oh. Oh oh. Ja. Toll, wir sind wieder am Anfang. Okay, der sieht uns nicht. Nein! Ah! Lass mich wenigstens gucken, wo ich hin muss. Da. Oh! Lauf! Oh. Gott! Hilfe! Was hat die da nur zusammengeschustert? Bin ich tot? Ich glaube, ich bin gestorben gerade. Ich weiß noch nicht genau, wo ich hin muss, aber wir werden es schon irgendwie finden.
Umdrehen! Oh Gott. Ach, Jacob, du machst mich wahnsinnig, ey. Dreh dich um. Wo muss ich hin? Also hier komme ich auf jeden Fall nicht vorbei. Soll ich ihm einfach entgegen? Komm, wir laufen ihm einfach mal entgegen. Wir gucken mal. Nein. Ich muss jetzt erst sehen, wo ich lang muss. Okay. Ha. Wie soll ich hier wegkommen? Also ich hätte jetzt fast gesagt, wir müssen hier irgendwie... Ha. Dreh dich um! Dreh dich um! Was machst du denn? Oh mein Gott, ist das ätzend! Oh Gott. Oh, wir haben es geschafft. Oh. Einheit online. Wir haben da eine Tür und wir haben hier eine Tür. Das ist aber doof jetzt. Ich hätte das Fenster in Rollladen runter machen sollen. Irgendwie sehe ich hier gar nicht so viel. Ach, das ist doch die andere Seite. Oh oh, das Vieh ist jetzt da drüben drin. Also, ich habe echt ernsthaft gedacht, das geht jetzt zu. Liegt hier eine Waffe? Nee. Testraum B, Stopp. Kein Einlass, okay. Aufgeschlossen. Niemand will da rein. Jetzt mal ganz im Ernst. Okay, ich gehe mal schnell auf die andere Seite und dann müssen wir da wohl über reingehen. Ich finde irgendwie, diese Schrift sieht aus ein bisschen links wie koreanisch. Ich bin mal gespannt, ob wir hier wegkommen. Dieser Roboter, er sagt etwas zu mir. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Ziel, Jacob. Suchen Sie die Datenlaufwerke. Erreichen Sie das Schiff. Gehen Sie weiter. Kämpfen Sie weiter.
Ich habe so das doofe Gefühl, dass wir für sie nur so ein Testsubjekt sind. Um zu testen, wie stark diese Biobots sind, die sie da zusammengefriemelt hat. Und wie, ey. Kämpfen sie weiter, das ist dies doch nicht normal. Wir gehen mal doch in diesen anderen Raum da rein. Weil sie jetzt hier storymäßig erzählt hat, gehe ich mal davon aus, dass hier die Story weitergeht. Und ich will nicht nochmal was vergessen. Es reicht mir schon, dass ich jetzt das eine nicht habe. Eins von... Was ist da? Kann ich hier hoch etwa? Kann ich hier hoch? Ach ja, da ist angemarkert. Da kann ich hoch. Gib mir. Gut. So, vielen Dank. Warte mal. Ach doch, hier muss ich rein. Wie kann das sein? Du siehst überhaupt nichts mehr. Oh, das war ja unfair. Ich gucke die ganze Zeit hier, wie wir hier komisch spiegeln. Oh. Ich finde das Spiel so unfassbar gut. Ich weiß auch nicht. Ich mag's, wie die Teile der Rüstung ineinander gleiten. Sieht mal, guck mal da oben. Dieses Teil oben an der Schulter. Das passt genau drüber. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennt. Und das, was daneben ist, das passt genau drunter. Sowas finde ich faszinierend. Damals, als ich das erste Mal bei Transformers im Kino saß, also beim ersten Transformers-Film, das war so, wie die ganzen Teile da an ihre Plätze gerutscht sind und sowas. Das fand ich total interessant. Also, wie ich sehe, sieht man hier nichts. Und das hat mich jetzt gerade hier so dran erinnert. Also hier war nichts außer der Typ. Gut, dann gehen wir halt. Manchmal sieht der Jacob aus, ob er sein eines Bein nachzieht. Guckt, jetzt hat das links jetzt sieht das jetzt hat er was gesehen. Das eine ist oben drüber, das andere ist unten drunter. Ich finde das faszinierend. Wo muss ich denn hin? Das ist so faszinierend, dass ich jetzt verwirrt bin. Hä? Ging es nicht durch? Ah ja. Okay, wo ist er? Der Biobot. Hier war doch einer. Hä, wo ist denn der hin? Hä, hier war doch einer. Ist doch hell. Was ist denn hier nur los? Warum bin ich so schreckhaft? Nee, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Komm, wir gucken erstmal hier.
Okay, also mit Wasser können sie gar nicht. Ey, heute ist echt... Heute hassen sie mich. Werkzeuglager. Werkzeuglager ist zu. Ich brauche doch Werkzeug. Oh Mann, ey. Warum ist denn da so viel Platz? Okay. Sieht ein bisschen aus wie Schnee. Ich überlege gerade, ob ich jetzt... Ach, ich habe halt keine Karte. Hier ist so viel Platz. Oh nein, es hat gespeichert. Ein kinetischer Hammer. Das Steuerpult öffnet die Zange. Entsperre den Hammer. Ja, machen wir sofort. Wir werden gleich wahrscheinlich angegriffen. Deswegen gucken wir erstmal, was es hier zu finden gibt. Was ist denn hier los? Komm schon da rein. Hä? Nein, ich will da rein. Nee, kann ich nicht. Hammer. Da hätte ich doch lieber eine Axt. Okay, da kommen dann wahrscheinlich die Biobots raus. Gesundheit, Injektor. Wo ist denn der Hammer? Sieht man den hier schon irgendwo? Oder habe ich ihn nur jetzt gerade nicht gesehen? Wie gemein ist das denn? Schnell, Jacob. Was ist das denn? Was ist das denn? Warte mal. Wo bin ich? Ich muss erst mal gucken. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich meine Injection nehme. Muss ich das erst echt auf Zeit machen? Das ist ja gemein. Das Steuerpult öffnet die Zange. Ich entsperre den Hammer. Super. Ganz kurz. Sorry. Option. Thank you.
Tastenbelegung. Nutze einen Notfallkoffer, halten. Okay, das war das. Also doch nach unten, dann habe ich es zu kurz gedrückt. Ja, willst du mich verscheißern? Die soll man nicht so rumnölen hier. Gott, wann greifen sie mich an? Jetzt. Hä, hey, das ist die falsche Waffe. Au. Ich hasse das. Wieso speichert das jetzt nicht? Ach, ich hab keine. Ach, wie doof. Injection, los. Vielleicht sollte ich hier erst durch. So, und jetzt hier, bitte. Ich krieg diesen Hammer niemals. Niemals kriege ich diesen Hammer. Jetzt bewegen sich die Äußeren nicht mehr, oder was? Die sind aber auch immer anders.
Ist das scheiße? Wie ich es aber einfach noch gut fand. Oh Gott. Lädt den Schmetterschlag des Hammers auf. Aha. Gut, haben wir das Ding wenigstens. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.